Das ist Günni, unser Van. Und das sind wir, Helena und Chris. Mittlerweile reisen wir seit über 2 Jahren in unserem selbst ausgebauten Oldie um die Welt. Unsere Fellnase Alma ist auch immer mit am Start. Und zusammen erleben wir die schönsten Abenteuer in Südamerika. Nach Kolumbien und Ecuador befinden wir uns jetzt im wunderschönen Peru. Heute sind jedoch keine Abenteuer angesagt. Aber dafür zeigen wir dir unser gemütliches Zuhause. Das ist Günther, Mercedes-Benz 407D, Baujahr 1983, 57.000 Kilometer gelaufen, 53 kW Leistung. Hinterachsantrieb, Doppelbereifung hinten und ordentlich Beinfreiheit. Das beste Reisemobil. In 10 Wochen eigenhändig ausgebaut und insgesamt 9.000 Euro investiert. Schau es dir an und wenn du Fragen hast, lass sie uns in den Kommentaren. Willkommen zu unserer zweiten Van-Tour. Wir reisen jetzt schon seit 2 Jahren in diesem Bus. Und da hat sich einiges verändert und da dachten wir, wir machen mal ein Update, denn ja, mit der Zeit hat sich einiges abgenutzt und wir haben festgestellt, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Und hat sich also ganz schön von innen was getan und ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein und schauen uns das Ganze etwas näher an. Ja, fangen wir direkt mal hier vorne an. Wir haben diese Kiste schon von Anfang an da. Das ist unsere Krimskramskiste, Schuhe und vor allem Einkaufstaschen finden hier Platz, Sachen, die wir halt schnell zur Hand brauchen. Dann haben wir hier diese kleine Box hinten angebracht für Alma. Unser Hund ist ja mittlerweile eingezogen auf der Reise. Da ist Handtuch drin und ihre Leinen und vor allem Leckerlis. Und hier ist noch ein kleiner Sticker von unserem Verschiffungsagenten eingezogen. Sehr zu empfehlen. Wie ihr seht, kann ich hier nicht ganz drin stehen und das ist tatsächlich auch was wir im nächsten Van, falls wir irgendwann mal einen haben, ändern würden. Aber ja, man gewöhnt sich dran. Kommen wir erstmal zum Fußboden. Der Fußboden an sich ist 15 mm Siebdruck, dann 8 mm MDF und eben auch Dämmung. Wir haben ja vor, in kältere Regionen zu fahren, deswegen haben wir den Fußboden auch mit Armaflex gedämmt, ähnlich wie die Wände hinter diesen Nut- und Federn. Leisten ist auch nochmal 19 mm Armaflex, dass das Ganze hier schön warm bleibt bzw. kühl bleibt. Was wir tatsächlich auch nicht mehr benutzen würden, wären diese Nut- und Federleisten, weil das haben wir jetzt beim Umbau gemerkt, ziemlich anstrengend ist, wieder rauszunehmen, wenn man mal was verändern möchte. Deswegen, da würden wir uns nochmal was anderes überlegen. Kommen wir zu dem Herzstück hier in unserem Van und zwar ist das die Küche. Hier haben wir echt nicht an Platz gespart. Die ist relativ groß. Die ist 90 cm hoch, also fast normale Arbeitshöhe und 1,40 lang, ich glaube 60 cm tief. Wir haben hier reichlich Platz mit unserem zweifachen Gaskocher und reiche Schubladen. Hier haben wir eine Gasflasche drin, eine deutsche. Die können wir auch hier im Ausland, hier in Südamerika, übrigens mit einem OS-Adapter easy auffüllen. Nur als Hinweis. Und wer das alte Video kennt, der weiß, dass wir keine Schienen hier drin haben. Das ist einfach nur Holzschubladen auf Holzschienen, nenne ich es jetzt mal. Und es hält tatsächlich sehr gut. Ja. War mehr oder weniger eine Nötlösung. Wer übrigens das alte Video noch nicht kennt, also den vorherigen Vlog zur Van-Tour. Der guckt hier oben einmal und kann dann vergleichen, was sich alles noch so verändert hat. In der Küche haben wir auch fließendes Wasser. Kommt durch unseren Gartenwasserhahn, den wir hier selbst gebaut haben. Wir können tatsächlich überall Wasser auffüllen, denn wir haben ein Filtersystem, was hinten am Tank angebaut ist. Dazu erzählt Christoph euch nachher nochmal mehr. Und dann sehen wir hier unser Gewürzregal. Gewürze aus aller Welt und Salze und Tees. Die wir schön sammeln. Bisschen unordentlich, aber ja, Klappe zu und man sieht es nicht mehr. Dann haben wir die Rückwand tatsächlich geändert. Wir hatten hier vorher eine, so eine karierte PVC-Wand, so eine Fliesenoptik. Und haben jetzt eine Kunststoffwand in Steinoptik, die leider doch ein bisschen Öl einsaugt. Aber wir finden, es sieht irgendwie ganz harmonisch aus mit dem Holz und unserer farbigen Wand.
Und bevor ich es ganz vergesse, diese Küche hatte natürlich mal eine andere Farbe. Die war schwarz und das hat uns auch richtig gut gefallen. Nur schwarze Küche mit einem weißen Hund ist nicht so zu empfehlen, denn die ganzen Haare haben dann immer dran geklebt. Eine weitere Sache, die wir in der Küche verändert haben, ist dieser Kühlschrank. Den hatten wir zwar schon vorher, aber wir haben jetzt einen zweiten Sticker. Endlich für den zweiten Kontinente. Einen zweiten, neben meinem geliebten Dinosaurier-Sticker. Nein, das Wichtigste ist, das ist ein ganz normaler, haushaltsüblicher Kühlschrank. Der lief vorher auf 230 Volt und den haben wir umrüsten lassen auf 12 Volt. Funktioniert wunderbar, verbraucht einfach weniger, weil nichts mehr über den Inverter läuft. Beste Entscheidung, die wir machen konnten. Und was wir uns für die Höhen hier auch noch haben einbauen lassen, selber eingebaut haben, ist, was sich hier hinter versteckt, eine Autotherm 2D Standheizung. Und wir haben sie jetzt schon ein paar Mal in Betrieb gehabt. Es hat sich richtig gelohnt, das einzubauen, gerade wenn es richtig kalt ist draußen, um die 0 Grad, ist das Ding einfach richtig super. Und für die Hitze, auch sehr wichtig, man kann es einfach auf Lüftung schalten und das zieht auch hier rüber Richtung Alma dann. Dass es einfach lüftet. Es zieht dann kalte Luft an und ist auch bei Hitze sehr, sehr angenehm. Hier war vorher unsere Vorratskiste drin und die musste Almas Refugium weichen. Da jetzt Alma bei uns wohnt, haben wir uns entschieden, hier unters Bett eine Box für sie zu bauen. Ihr Rückzugsort, Schlafort, alles was sie so braucht, hat ungefähr 65er Breite, 70er Tiefe und ich würde schätzen 50er Höhe, so ungefähr. Wir dachten schon, es ist viel zu groß, aber sie ist doch größer geworden, als wir vorher gedacht hätten. Und sie passt da super rein und schläft da drin oder kommt da drin auch mal zur Ruhe. Ich komme jetzt rein, ja? Nee, warte, ich mache gerade noch Pipi. Was? Ich sitze jetzt immer noch auf dem Klo. Wir haben eine Trockentrenntoilette hier verbaut. Die hatten wir vorher auch schon drin. Nur, dass die vorher in der vorhandenen Duschkabine war, die hier nebenan war. Die gibt es jetzt nicht mehr. Erzählen wir aber gleich nochmal mehr. Und die Sitzbänke haben wir auch erweitert dadurch. Wir haben jetzt 2x2 Sitzbänke, also 4 Sitzplätze für auch weitere Gäste hier. Und schön Platz zum Essen an unserem ausziehbaren Tisch. Wir hatten noch kein Frühstück. Hangry. Hangry. Unsere Duschkabine oder das Badezimmer, das ist mittlerweile gewichen. Wir hatten hier vorher bis hier ungefähr eine Duschkabine so drin. Es war relativ wuchtig. Da war die Toilette eingebaut und auch eine Innendusche. Wir haben festgestellt über die Zeit, dass wir halt eigentlich immer draußen duschen, weil uns das zu aufwendig war. Wir hatten ein bisschen falsche Materialien für die Dusche benutzt, und zwar beschichtete MDF-Platten mit teilweise PVC, den wir dann dran geklebt haben. Das hat für uns nicht so wirklich funktioniert. Also kam es dann einfach raus. Sowas stellt man dann einfach fest, wenn man in dem Van lebt und was man einfach braucht, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und stattdessen haben wir jetzt hier unseren Kleiderschrank hingebaut. Oben sind Christophs Sachen, unten meine. Wir haben festgestellt, dass solche Packcubes richtig gut für uns funktionieren. Da haben wir so ein bisschen kategoriemäßig unsere Kleidung eingeteilt. Und dann ist das alles auch ein bisschen ordentlicher verstaut. Mit meinen 1,58 kann ich im Gegensatz zu Christoph super in unserem Bus stehen. Deswegen ist diese Kommode auch für mich so ein bisschen Steharbeitsplatz. Das funktioniert super gut, um nicht immer im Sitzen zu arbeiten. Und ja, es ist einfach unsere schöne Ecke. Wir haben mittlerweile ein super schönes Bild hier an der Wand. Und dadurch, dass das Badezimmer weg ist, haben wir einfach so viel mehr Raumgefühl. Hier ist es viel offener. Wir können wirklich von hinten bis nach vorne durchgucken. Und ja, wir finden, es hat sich auf jeden Fall gelohnt und gibt viel mehr Wohnqualität.
kommen wir nun zu dem letzten Drittel unseres Busses, dem Bett. Wir haben ein grob 1,85 breites Bett, langes, und 1,40 tiefes Bett. Ist wunderbar, um da jetzt dann mittlerweile zu dritt drin zu pennen. Einmal nutzt auch immer den Flecken, der gerade am blödsten für uns ist. Und hier hinten hat sich auch eine ganze Menge getan, tatsächlich. Wir hatten vorher unsere Kleiderschrank, die Kommode, die Helena gerade gezeigt hat, die war hier an der Wand. Und diese Kleiderschränke gingen ungefähr bis hierhin und es war relativ beengt. Und man ist auch mal mit dem Schienbein dran gekommen, deswegen sind die raus. Und was jetzt hier tatsächlich noch ein bisschen wie Baustelle aussieht, weil es noch Baustelle ist, ist diese Veränderung. Da war vorher auch eben Nut- und Federholz. Aber ich bin da beim Schlafen immer dran gekommen. Dadurch, dass das nur 1,85 lang ist, das Bett, bin ich da immer mit den Füßen dran. Und jetzt kann ich ganz einfach mich hinlegen und habe halt 5 cm mehr Platz, ohne dass ich im Schlaf an diese Latten dran komme und kann 1000-mal besser schlafen. Und das ist besser für den Busfrieden tatsächlich, wenn ich gut schlafe. Auf diese Lampen ist Helena besonders stolz. Die hat sie eigenhändig entworfen und designt. Und davon haben wir 2. Und aus diesen, dieses hier, ist unser altes Regalbrett, unser Nachttisch. Das war nämlich vorher auch einmal hier drüber. Also wir hatten nicht nur die Kommode auf der Seite, sondern auch das Regal auf der Seite, was so ein bisschen einschränkend war. Und jetzt ist es einfach viel offener. Ich freue mich übrigens sehr für dich, dass du dich jetzt auch beim Schlafen richtig ausstrecken kannst. Dass ich richtig entspannt schlafen kann jetzt. Ja. Nach 2 Jahren. Jetzt mal Zeit jetzt. Und trotzdem musst du aber noch ein schöner Stoff hin oder so, damit es. Also so Armaflex kann ich bleiben. Deko ist dein Metier. Okay. Ja, und so ist es natürlich hier auch alles nach und nach einfach entstanden. Wir sind vorher nicht in einem Camper unterwegs gewesen. Keiner von uns irgendwie länger Urlaub oder. Dass wir gar mal so 2 Jahre in einem Camper wohnen, hätten wir vorher nicht gedacht. Ja, also dementsprechend haben wir anfangs überlegt, was wir alles bräuchten und haben müssten. Und ohne jeglichen Erfahrungsschatz dafür zu haben. Und ja, irgendwann stellt man fest, dass man manche Sachen nicht braucht oder ein bisschen was umgestalten möchte. So wie jetzt zum Beispiel die Bettlänge oder die Kommode oder einfach so ein paar Sachen. Man wächst dann halt einfach damit mit den Erfahrungen, die man so macht. Ja. Baut es dann um und ja, schaut weiter. Man kann das ja immer auch verändern, genauso wie in einem Haus kann man ja auch mal ein Möbelstück austauschen. Und einfach als Tipp vorab, wenn ihr jetzt gerade beim Wärmeausbau seid, denkt vielleicht ein bisschen modularer, dass wenn ihr halt einen Teil vielleicht nochmal rausnehmen wollt, dass man da nicht eine ganze Wand dafür entfernen muss. Ne? Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, so ein Tipp, der gut funktionieren könnte. Die Dusche findet also hier draußen statt. Wir hängen uns unseren Duschkopf hier ans Fenster und wenn wir es für nötig erhalten, dann wird auch noch hier so ein Handtuch gespannt. Sonst geht das auch ohne und wir sind geschützt durch die Seitentüren und können ganz in Ruhe hier duschen. Schickes Hemd. Passt richtig gut zum Bus. Mhm. Gucken wir uns mal den Keller an. Neben der Dusche, die Helena gerade schon wunderschön gezeigt hat, haben wir hier natürlich auch unsere Wasserpumpe. Und das ist einfach eine ganz normale Druckpumpe. Wir haben unseren 68 Liter Wassertank hier. Und ganz hinten sieht man diese beiden Tropfen, das ist unser Filtersystem. Also wir haben einen Aktivkohlefilter und einen Keramikfilter. Und bisher auch noch keine Magenprobleme gehabt mit dem Wasser, von daher toi toi toi. Hier in der Mitte hatten wir unsere Klappfahrräder, die waren aus Stahl, relativ unpraktisch. Die sind auch relativ schnell rausgekommen. Und hier ist jetzt mein Gym drin. Also wir haben ja Hanteln, Ringe, um ein bisschen Sport zu machen. Und hier auf der anderen Seite ist dann eben getrennt vom Wasser unsere Elektronik. Wir haben einen klassischen Ausbau. Wir haben einmal die Solaranlage, also unseren MPPT-Regler mit 300 Watt oben auf dem Dach, um die Batterien zu laden. Dann haben wir einen Ladebooster, wenn wir unterwegs sind, wenn wir halt Auto fahren, der die Batterien lädt, auch 30 Ampere. Und dann haben wir einen 230 Volt Wechselrichter hier drin, dass wir eben auch ganz normal unseren Laptop und alles laden können. Die Batterien, die wir verbaut haben, sind 2x 140 Amperestunden AGM Batterien. Das wäre tatsächlich auch noch was, wo ich sagen würde, da könnte man mal eine Lithium-Batterie
investieren. Nach 2 Jahren merkt man tatsächlich, dass sie ganz schön an Kapazität eingebußt haben, weil manchmal hat man einfach keine Sonne, manchmal fährt man nicht. Naja, da sind die einfach anfälliger. Und was Christoph euch jetzt nicht gesagt hat, sind die Sachen, die Spaß machen. Und zwar haben wir hinten im Keller natürlich eigentlich noch ein Sub stehen. Oh, ich steck's gerade ab, ein Sub. Und wir haben auch 2 Longboards. Ja, benutzen wir leider zu selten, aber wir schleppen sie mit. Es gibt noch ein weiteres Update. Nicht drin, sondern draußen. Kommt mal mit. Die beste Sonnenterrasse der Welt, oder? Weil sie ist ja auch immer woanders. Tatsächlich hatten wir das Gestell für die Terrasse als allererstes, bevor wir den Ausbau begonnen haben. Danke da nochmal an Johannes für die Schweißarbeiten und die Hilfe bei dem Bau. Wir haben sie aber erst später drauf gemacht, weil sie doch ein bisschen noch ein, zwei Anpassungen brauchte. Und jetzt haben wir oben auch auf jeden Fall auch eine Dachterrasse. Für alles Mögliche, vor allem zum Essen. Ja. Okay. Und was noch dazugekommen ist, ist unsere Kellererweiterung. Wir haben noch 2 Boxen, wo wir so unsere Wintersachen drin haben und mal unsere Bettdecken verstauen. Also so ein bisschen extra Stauraum mit den Sachen, die man tatsächlich relativ selten braucht, aber vielleicht dann doch nicht so ganz drauf verzichten möchte. Aber hier oben kann man auf jeden Fall schöne entspannte Stunden genießen mit wunderschöner Aussicht. Und mit jeder Veränderung wird das hier immer mehr unser rollendes Zuhause. Wir fühlen uns einfach mega wohl und wollen auch gar keinen anderen Bus haben. Auf gar keinen Fall. Nee. Und das ist übrigens die Aussicht, die wir haben, wenn wir in unsere Abenteuer starten. Schönes Panoramafenster und alles. Und wenn ihr bei den nächsten Abenteuern, die wir mit Günni so erleben wollen, dabei sein wollt, dann schaltet ein, abonniert uns. Wöchentlich gibt es nämlich von uns einen Blog mit allen Sachen, die wir so erleben. Genau, denn von hier aus geht es noch weiter bis nach Argentinien runter, zumindest so der Plan, ganz in den Süden und wird es noch einige Vlogs geben. Und ja, wenn ihr die vorherigen Abenteuer verpasst habt, gibt es hier oben noch die Playlist von den bisherigen Videos zu Südamerika. Bis nächsten Sonntag!